Letztendlich wird Medizin weiblich. Fast 70% aller Medizinstudierenden sind Frauen. Und wir haben Kinderbetreuung erreicht. Wir haben auch die weibliche Namensnennung im Programm erreicht. Das war die Stimme von Frau Dr. Iris Koper, Chefärztin der Pneumologie am Amaios Klinikum Oldenburg. Das Zitat stammt aus einem Video, das den Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie 2022 zusammenfasst. Und Frau Dr. Koper sprach über die Arbeit einer Initiative innerhalb der DGP Frauen in der Pneumologie, deren Mitbegründerin sie ist und auch deren Sprecherin sie ist. Da geht es um strukturelle Dinge, Kinderbetreuung. Da geht es um eine sich wandelnde Realität. Die Medizin wird weiblich. Und da geht es um wahrgenommen werden. Die Namensnennung im Programm. Und es geht noch um viel mehr. Um Frauen als Behandlerinnen auf der einen Seite, aber auch um Frauen als Patientinnen, die nämlich auch, sagen wir, häufig verzerrt wahrgenommen werden. Ich freue mich, in dieser Folge Atemweg zum Thema Frauen in der Pneumologie nicht nur mit der eben zitierten Doktorin Iris Koper, sondern auch mit der stellvertretenden Sprecherin der Initiative, Doktorin Julia Welscher, Oberärztin in der Pneumologie an der Universitätsmedizin Essen, sprechen zu können. Atemweg. Hallo, einen schönen guten Tag an Sie beide. Ja, guten Tag. Guten Tag. 1919, einerseits lang her, andererseits aber auch wieder nicht, hat eine gewisse Adele Hartmann an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München als erste Frau in der Medizin habilitiert und durfte damit auch zum ersten Mal ganz offiziell namentlich im Vorlesungsverzeichnis auftauchen. Das ist ganz spannend, weil Frauen haben auch schon vorher in der Lehre gearbeitet, waren aber nicht sichtbar. Frau Dr. Koper, bei dem Zitat, was ich aus dem Video, aus dem YouTube-Kanal von der DGP mir angeschaut habe, da haben Sie erwähnt, dass die Namen im Programmen genannt werden, als einen kleinen Meilenstein. Mhm. Warum ist das so lange nach Adele Hartmann, ich meine 1919, immer noch keine Selbstverständlichkeit? Ja, leider ist es das nicht. Wir haben vor 17 Jahren unsere Taskforce damals gegründet und haben gesagt, wir wollen überhaupt erstmal wissen, wie viele Frauen sind dann auch eingeladen, einen Vortrag zu halten, wie viele Frauen haben einen Vorsitz. Und man muss einfach Frauen auch sichtbar machen, damit andere Frauen auch Vorbilder haben. Mhm. Denn vor 17 Jahren war das Bild so, dass kaum Frauen einen Vortrag auf dem DGP gehalten haben und letztendlich fast nicht sichtbar waren. Das hat sich Gott sei Dank gedreht und ich denke, es liegt auch ein bisschen daran, dass wir immer wieder darauf hingewiesen haben, dass die Frauen auch erkennbar sein müssen, präsent sein müssen und letztendlich auch ein Vorbild darstellen müssen, damit sich die anderen Frauen auch, ja, in Anführungsstrichen trauen. Und das ist ja, ich meine, Sie haben die Initiative Frauen in der Pneumologie gegründet. Sie haben es gesagt, Frau Dr. Welscher, Sie sind auch aktiv in der Initiative. Sichtbar machen, Vorbild sein. Was sind noch Ideen hinter dieser Initiative und was ist ganz konkret das, was die Initiative macht? Ich bin vor 3 oder 4 Jahren schon mal gefragt worden, ob ich bei den Frauen in der Pneumologie mitmachen möchte. Mhm. Damals war ich aber noch bei den Jungen, bei der Young DGP in der Pneumologie aktiv, sodass das damals nicht gepasst hat. Und als ich damals das erste Mal gefragt worden bin, dachte ich, ich brauche das nicht. Mhm. Das hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, aber dadurch, dass ich immer schon gerne Vorträge gemacht habe und gerne auf Kongressen war, habe ich nie wirklich die Notwendigkeit gesehen, dass man anderen Frauen oder dass man als Frau das besonders fördern muss. Mhm. Als ich meinem Partner das dann aber erzählt habe, dass ich gefragt worden bin, hat er zu mir gesagt, du brauchst das vielleicht nicht, aber vielleicht kannst du für andere Frauen ein Vorbild sein. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Wir müssen anderen Frauen, so wie Frau Koper das gerade schon gesagt hat, präsent sein, zeigen, dass das kein Hexenwerk ist, sondern dass das Spaß macht und denen die Angst davor nehmen, einfach das zu zeigen, was Pneumologinnen können. Hm. Und was man natürlich noch nutzen sollte, ist das Netzwerk. Denn egal, in welchem Beruf man ist, und gerade bei uns Pneumologen, wir sind eine kleine,
Gesellschaft, aber eine unheimlich nette. Ja. Mhm. Und man muss sich vernetzen. Und die Frauen untereinander müssen sich zusammentun. Und ich glaube, das ist mit Idee und Sinn der Initiative. Sie sprechen da Dinge an, die natürlich, wenn man sich jetzt mit Frauen im Wirtschaftskontext, in Unternehmen beschäftigt, die auch immer eine Rolle spielen. Das Netzwerken, was scheinbar Männer leichter können, denen leichter von der Hand gehen, das sichtbar werden. Und jetzt haben Sie ja so ein paar Dinge schon angedeutet, Frau Dr. Koper. Sie haben es gesagt, vor 17 Jahren, wie die Situation ist, dass es immer noch nicht selbstverständlich ist. Und ich kann mir nur in meiner Fantasie vorstellen, mit welchen Herausforderungen Adele Hartmann damals zu kämpfen hatte. Da durften Frauen, glaube ich, knapp mehr als 20 Jahre gerade mal Medizin studieren. Wie haben Sie denn jetzt Ihren Weg so erlebt? Frau Dr. Welcher, bleiben wir kurz bei Ihnen, weil Sie haben gesagt, ich hatte eigentlich das Gefühl, ich brauche das gar nicht. Gab es für Sie als Frau da eine Erfahrungswelt, wo Sie das dann schon auch gemerkt haben auf Ihrem Weg zur Oberärztin? Oder hat Julia Welcher das eigentlich nie wahrgenommen und ist da so durchgerutscht und es war egal, ob jetzt Frau oder Mann? Nehmen Sie uns mal mit in Ihre Subjektive. Ich würde sagen, bis vor kurzem habe ich das nie gemerkt. Ja, mhm. Ich habe relativ früh angefangen, während meiner Weiterbildungszeit zur Pneumologin schon Vorträge zu halten und war dann auf Kongressen. Und da habe ich das nie wahrgenommen, dass ich irgendwie als Frau besonders wahrgenommen werde. Mhm. Das Einzige, was mir jetzt manchmal wiedergespiegelt wird, ist, wenn ich mit anderen Pneumologen, und zwar mit den Männern, zusammensitze, wenn ich manchmal gefragt werde, warum wir denn überhaupt diese Initiative brauchen. Und ich glaube, manchen Männern in einer gewissen Position und auch in einem gewissen Alter, denen ist leider noch immer nicht ganz klar, dass manche Frauen da die Unterstützung brauchen, was ich immer sehr schade finde. Aber auch das sehe ich als meine Aufgabe mit an, mit diesen Männern einfach dann in die Diskussion zu gehen und denen einfach dann mal den Standpunkt von Frauen zu erläutern, was wir manchmal für Schwierigkeiten haben. Mhm. Denn wenn man sich manche Vorträge, manche Kongresse anguckt, dann ist es leider noch immer nicht so, dass wirklich Frauen gut vertreten sind, sondern dann werden halt die Männer eingeladen. Wobei ich immer auch sagen muss, dass natürlich derjenige den Vortrag halten sollte, der halt auch wirklich Ahnung von dem Thema hat. Mhm. Und ich halte nichts davon, Positionen zu besetzen, nur weil das Geschlecht da ist. Aber das haben wir auch nicht dann, sondern die Frauen müssen sich einfach trauen und auch halt gefördert werden. Mir persönlich, dass ich wirklich negative Erlebnisse hatte, dass ich eine Frau bin, ist mir in meiner beruflichen Karriere oder in meinem Werdegang eigentlich bislang nicht widerfahren. Mhm. Ich bin aber wahrscheinlich auch relativ, nicht abgebrüht, aber relativ schmerzfrei. Ich habe ja relativ lange auf meinen Studienplatz gewartet, 5 Jahre, und bin gelernte Krankenschwester. Und da weiß man ja auch, auf was man gewartet hat. Und dann macht man das gerne und voller Enthusiasmus. Und ich persönlich kann nicht wirklich was Negatives berichten. Aber ich glaube, Frau Koper, bei Ihnen war das anders, ne? Ich weiß, in dem Vorgespräch haben Sie gesagt, wie das nicht zu meiner Zeit war, oder? Genau, ich bin ja mehr als 20 Jahre älter als Sie, also eine Generation weiter. Und im Studium war es noch so, dass morgens in der Vorlesung der Herr Professor in der Regel reinkam. Und einige von denen haben dann nur gesagt, guten Morgen, meine Herren. Obwohl im Hörsaal damals schon vielleicht ein Drittel Frauen saßen. Aber er grüßte nur, oder mehrere waren das, die nur die Männer grüßten. Und dann in den Praktika war es zum Beispiel in einem chirurgischen Praktikum so, dass ich mit einem Studenten in den OP ging und dann sagte der Operateur, ach, Herr Kollege, ich zeige Ihnen das alles. Und zu mir drehte er sich um und sagte, Schwesterchen, können Sie denn schon einen Kittel zumachen? Oh Gott. Das ist natürlich dann, wenn man genau weiß, das sind die Kommilitonen, die können genauso viel wie man selber, ist das schon so ein bisschen herabwürdigend. Und man muss sagen, es ist aber auch eine Zeit gewesen, ich habe 1980 Abitur gemacht und mir hat mal eine Schulfreundin jetzt viel, viel später gesagt, die sagte, weißt du, wir sind damals eigentlich erzogen worden, ja zwar schon um zu studieren, aber für einen Mann eine gute, repräsentative Ehefrau zu sein.
Nun gut, für diesen Weg habe ich mich selber nicht entschieden. Gut, ich habe einen Ehemann, aber nicht um repräsentativ für ihn zu sein, sondern ich habe für meinen Beruf gebrannt. Aber letztendlich ist es so, dass es früher eine andere Zeit war. Und als ich dann mit einem der besten Examina aus dem Jahrgang einen Arbeitsplatz gesucht habe, war ich mehrere Monate arbeitslos. Das waren natürlich auch ganz andere Zeiten, während alle meine männlichen Mitstudenten hatten eine Stelle gefunden. Und das frustriert natürlich auch, weil man weiß, Mensch, das geht gar nicht um Leistung. Und irgendwo muss es doch offensichtlich, weil es war noch eine Frau, die nichts gefunden hatte, liegt es möglicherweise vielleicht doch am Geschlecht. Und dann, als ich dann letztendlich eine Stelle hatte, dann war es so, ich wurde als Privatassistentin eingesetzt, weil da der Herr Chefarzt natürlich diese junge Kollegin besser unter Kontrolle hatte. Und das ist mir mein ganzes Leben so gegangen, dass ich letztendlich immer auf den Privatstationen eingesetzt wurde, weil man offensichtlich Angst hatte, dass die junge Ärztin viel mehr verkehrt macht als der junge Arzt. Gut, hat mir geholfen im Umgang mit Privatpatienten, aber ist letztendlich nie zielführend. Wenn ich das höre, dass Sie auf den Privatstationen eingesetzt worden sind, ist mein erster Gedanke, Sie waren einfach so gut. Sie waren einfach so gut, weil wer kommt denn auf die Privatstation häufig? Das ist doch der Assistent, der so gut organisiert ist und der mit dem Patienten gut umgehen kann. Und wahrscheinlich muss man es einfach positiv sehen. Ich weiß wahrscheinlich was anders damals, aber Sie konnten die Patienten am besten versorgen. Das stimmt. Wenn ich heute als Chefin gucke, finde ich schon manchmal, dass meine jungen Damen, die auch häufig Kinder haben, einfach vielleicht durch den Druck sehr viel organisierter sind als die jungen Herren und ihre Zeit auch sehr viel besser nutzen, sodass sie dann auch ihre Kinder dann pünktlich abholen können. Also da ist schon manchmal ein Unterschied. Da ist schon wirklich was dran, was Sie da sagen. Jetzt bin ich hier als Mann und grätsch dazwischen. aber erstens bin ich erschrocken, weil wenn Sie sagen, ja, 20 Jahre, aber wir reden jetzt auch nicht über irgendeine graue Vorzeit, sondern Sie haben in den 80ern Abitur gemacht. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie eine Zeit, die jetzt im Bewusstsein so lang her ist und trotzdem noch so war. Und Sie haben es ja auch eingangs gesagt, es strahlt natürlich auch noch ins Heute rein. Und das ist ja ein spannender Punkt. Und vielleicht da nochmal kurz nachgefragt, Frau Dr. Cooper, Sie sind jetzt in der Leitungsfunktion und Frau Welsch hat eben gesagt, sie muss dann manchmal Männern erklären, warum es so eine Initiative gibt, warum man die auch braucht, um eben Vorbildfunktion zu sein. Und das, was Sie beschrieben haben, das ist ja schon ein strukturelles Problem. Merken Sie denn, dass das heute erstens so erkannt wird, also dass das nicht nur ein Zufall ist, sondern auch in der Struktur begründet ist? Und sehen Sie denn auch schon Möglichkeiten der Änderung, dass sich da was bewegt? Nicht nur die Nennung von Namen, was ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, wenn jemand irgendwo referiert, dass er natürlich auch genannt wird. Bewegen wird sich sicher etwas. Wir haben mittlerweile, wenn man jetzt auf den Arbeitsalltag anguckt, sehr viel mehr Chefärztinnen und auch Oberärztinnen. Allerdings ist immer noch das Missverhältnis dann bei den Professorinnen und über die Breite natürlich auch noch Chefarzt. Also da sind schon noch Missverhältnisse, aber ich denke, dass wird sich zumindest bei den Chefärzten in den nächsten Jahren ungefähr nivellieren. Bei der Habilitation spielt natürlich auch immer eine Rolle, dass da auch noch mehr Zeit hintersitzt. Und man muss ehrlich sein, in noch vielen Partnerschaften, was ich so aus den Augen bei meinen Assistenzärztinnen anschaue, ist es so, dass die Frau doch noch ein kleines bisschen mehr zu tragen hat bei der Kindererziehung. Sie muss ja auch letztendlich hat sie die Schwangerschaften, muss auch das Kind stillen. Also schon dort geht auch Zeit verloren. Also Frauen sind dann etwas später als ihre Männer dann an dem Punkt, wo sie hin möchten. Da ist schon so ein kleiner Nachteil da. Aber ich glaube, das wird
in Zukunft nicht mehr ganz das Problem. Trotzdem sehe ich immer noch so ein bisschen so, wenn meine männlichen Kollegen und ich habe meinen ganzen Berufsjahre eigentlich in einem männlichen Umfeld gearbeitet, dann ist es doch häufig so, dass egal, wenn über irgendeine Frau gesprochen wird, wenn sie sich im Prinzip durchsetzt, dann heißt es, ja, da haben wohl die Hormone verrückt gespielt. Solche Sprüche kommen, wenn ein Mann dann sich durchsetzt, dann ist er bewunderungswürdig durchsetzungsstark. Also da spielen immer noch Sachen in den Hinterköpfen eine Rolle, gerade bei Leitungspositionen, die ich glaube, noch nicht ganz verschwunden sind. Wenn dann eine Frau sich irgendwie in der Männerrunde durchsetzt oder dann da halt mitdiskutiert, dass man dann halt häufig als Zicke abgestempelt wird oder als hysterisch, ich glaube, dann muss man denjenigen, der das äußert oder der das so wahrnimmt, einfach nur innerlich belächeln, dass er das halt so formuliert oder denkt. Und diese Leute tun mir einfach nur leid. Aber das ist natürlich auch schwierig, damit so umzugehen, und das muss man auch lernen. Aber es ist einfach nur schade, dass es das überhaupt noch gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Frau Cooper, ich finde das immer ganz, ganz unvorstellbar, was Sie so erzählen, weil das für mich einfach so fremd ist, dass es solche Zustände überhaupt gab. Und ich glaube, umso wichtiger ist es halt, dass wir das machen, was wir halt jetzt im Moment machen, und zwar die Frauen weiter nach vorne bringen. Ja. Genau. Frau Dr. Welscher, wie erleben Sie denn jetzt die jüngeren AssistenzärztInnen, die da nachrücken? Also es wird ja so oft dann Work-Life-Balance, das sind ja alles immer so Schlagworte, die scheinbar eine Rolle spielen. Aber erleben Sie da schon auch einen Wandel in dem, wie der Job gestaltet sein muss, auch andere Anforderungen, die auch eine Klinik dann quasi bereitstellen muss, um die Mitarbeitenden auch zu halten? Ich meine, man kämpft ja um Fachkräfte. Wie nehmen Sie das wahr bei denen, die jetzt nachrücken? Was ich schon wahrnehme, ist, dass die neuen Kollegen, die halt jetzt starten, schon darauf sehr bedacht sind, dass sie halt viel oder Freizeit haben. Und daran ist ja auch nichts Falsches. Mhm. Ja? Permanent hier in der Klinik zu sein und keine Freizeit mehr haben und das Privatleben ausleben zu dürfen, das ist ja gar nicht unser Anspruch. Was mir manchmal nur ein bisschen fehlt, und da komme ich mir manchmal mit meinen 40 Jahren manchmal schon sehr alt vor, ist, wenn ich jemanden suche, der einen Vortrag halten möchte oder der zu einer Fortbildung gehen möchte, da fehlt mir manchmal so ein bisschen die Initiative, dass die Leute neben ihrem beruflichen Alltag das dann halt auch wahrnehmen. Mhm. Sondern die sind dann halt hier und kriegen eine gute pneumologische Ausbildung. Aber alles, was manchmal dann mit dazugehört, da denke ich mir, da könnte ein bisschen mehr Motivation manchmal noch kommen. Aber ich glaube, das ist einfach die Generation, die wir im Moment haben. Mhm. Und ich hasse mich eigentlich, sowas zu sagen, weil ich mich dann wirklich selbst älter fühle, als ich vielleicht bin. Aber das nehme ich einfach so wahr. Und wenn ich mit anderen Kollegen spreche, die auch in meinem Alter sind, die bestätigen mir das. Und ich glaube, das ist vielleicht dann nochmal ganz anders, wenn man jetzt vielleicht nochmal 20 Jahre älter ist, dann sieht man das wahrscheinlich noch viel schlimmer. Aber diesen Spruch, den man manchmal hört, wir haben damals, weiß ich, 24 Stunden, 48 Stunden durchgearbeitet, das möchte ich nicht mehr hören. Das waren damals andere Strukturen in den Krankenhäusern, das waren andere Voraussetzungen. Und diese Schnelllebigkeit, die wir im Moment hier haben und diese anderen Strukturen, das kann man nicht mehr damit rechtfertigen. Und das war damals ja auch nicht gut. Das kann mir ja keiner von denen erzählen. Wollte ich gerade sagen, ne? Für die PatientInnen war es vielleicht nicht so ideal, wenn einer sagt, ich habe 48 Stunden durchgearbeitet. Nein. Frau Dr. Cooper, Sie sind ja in der Leitungsfunktion. Das heißt, Sie sind natürlich auch personalverantwortlich. Vielleicht zwei Fragen. Wie erleben Sie das jetzt mit neuen Mitarbeitenden? Und was sind denn Ihre Möglichkeiten in der Gestaltung quasi diesen Bedarfen? Sie haben eben ja Schwangerschaften, und wird ja auch nicht jede Frau schwanger, aber gleichzeitig sollte ja auch Schwangerschaft nicht bedeuten Berufsaus. Ich polarisiere jetzt sehr bewusst. Welche Möglichkeiten haben Sie denn als quasi Stellvertretung für den Arbeitgebenden hier zu gestalten? Was gibt's für Ideen? Was setzen Sie um?
Im Prinzip frage ich jede Ärztin, welches Arbeitszeitmodell sie vorziehen würde. Tatsache ist, dass tatsächlich die meisten unserer Frauen am liebsten im Schichtdienst arbeiten, weil dort die Schicht beendet ist und ein anderer exakt dort weitermacht, wo man aufhört, also sehr verlässlich wieder Kinder abholen kann oder zu seinen Kindern kommen kann. Wenn dann Teilzeitstellen gewählt werden, dann sehe ich zumindest bei uns in einem Krankenhaus, die Regelversorgung betreiben, dass lieber wochenweise gearbeitet wird als immer halbtags. Die Halbtagsjobs haben einen Nachteil, dass eben um Mittag noch so viel zu tun ist, dass meistens nicht wirklich pünktlich nach Hause gegangen werden kann, wenn man nicht gerade den Angehörigen da auf dem im Flur stehen lassen will. So dass meistens meine Ärztinnen mehrere Tage die Woche oder Wochenwechsel sich aussuchen. Und die legen sich das auch selber ganz gut zurecht, indem sie sich eine andere, meistens auch Frau, suchen und sagen, wollen wir zwei immer abwechseln? Natürlich müssen wir das besprechen, ob das gerade von der Qualifikation, also von dem Ausbildungsstand hinkommt. Mhm. Aber sehr flexibel, also ich lasse die selber mitgestalten, sie sollen Vorschläge machen und wir reden da ganz offen drüber. Und natürlich ist, also ist es wünschenswert, dass Kinder großgezogen werden. Und also kein Mensch muss bei uns irgendwie Nachteile erwarten, weil jemand schwanger ist. Das war zu meiner Zeit noch ganz was anderes. Oder weil auch Kinder krank sind. Das ist ja auch noch ein Teil, was dann die Kollegen mitzutragen haben. Klar. Weil doch einige, gerade bei kleinen Kindern, einige Kinderkranktage dazukommen und die Mütter gerade also ganz akut ausfallen. Aber muss man auch immer irgendwie ein Ausfallkonzept in der Tasche haben und schauen, hat man einen Springer oder wie löst man das? Aber das sind Sachen, die man vorher gut besprechen kann. Und ich weiß, dass Ärztinnen und auch Ärzte also dann zufriedener sind, wenn sie sozusagen einen Arbeitszeiten haben, die auch an ihr Familienleben, ihre Freizeit angepasst sind oder passend dazu sind, als wenn es ein festes Schema gibt und man sagt, so oder auf keinen Fall anders. Das geht heute nicht mehr. Was wahrscheinlich dann den Frauen oder auch den Männern halt in Zukunft zugute kommen wird, ist halt die Ambulantisierung in den Krankenhäusern. Mhm. Dadurch, dass wir halt viel mehr vorab ambulant versorgen müssen, vorplanen müssen, kann man das sicherlich besser mit Teilzeitstrukturen machen. Ich sehe das nur bei uns in der Klinik, das ist halt manchmal wirklich schwierig, wenn dann eine 60%-Stelle wirklich dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann um 13 Uhr geht und der Patient halt stationär da ist. Dann muss die Arbeit ja trotzdem gemacht werden. Aber ich glaube, wir müssen umdenken. Wir müssen unseren Teilzeitkräften die Möglichkeit bieten. Und dann müssen die Strukturen einfach in den Kliniken geändert werden. Dann müssen wir mit der Zeit gehen. Das ist so. Wir brauchen die Leute. Wir brauchen die Fachkräfte. Das ist so. Und es werden nicht nur die Ambulantisierung von der großen Kliniken, es wird auch draußen viel mehr MVZs geben, weil die jetzige Generation lieber Teilzeit, also wenn sie Kinder großziehen, arbeitet und angestellt ist, als dass sie selber selbstständig eine Praxis übernehmen und dann letztendlich ja 150% Einsatz zu Anfang zeigen müssen. Da sind die meisten nicht mehr zu bereit, sondern man muss im Angestelltenverhältnis, egal wo jetzt Klinik mit Ambulanzräumen oder MVZ, man muss Modelle finden, die wirklich passend sind. Mhm. Ja. Mir kommt gerade ein Gedanke, Feministinnen sagen, der Feminismus begünstigt auch die Männer. Und ich bin davon überzeugt und würde mich jetzt selber in dem Kontext auch als Feminist bezeichnen. Und ich merke gerade, wir haben bei den Frauen gestartet und bei dem, was Sie beide beschreiben, was Sie, Frau Dr. Welscher, sagen, wir müssen die Strukturen anpassen. Frau Dr. Koper, was Sie ja schon tun in der Klinik, das ist ja nicht nur was, was dann für die Frauen einen Effekt hat, sondern natürlich für alle, die in dieser Struktur arbeiten. Und das finde ich ganz spannend. Also wie sehr wir,
wenn wir über Frauen sprechen, dann schon auch wieder in eine Generation reflektieren, respektive auch auf Familienkonstellationen reflektieren. War nur so ein Gedanke, wie umfassend dieses Thema ist und welchen Impact das auch hat, finde ich ganz erstaunlich. Ja, da haben Sie recht. Und die jungen Männer sind heute so, dass sie Elternzeit nehmen und niemand lacht mehr, sondern das ist etwas völlig Normales. Vielleicht muss man sich wirklich davon lösen, zu sagen, durch die Frauen haben wir das halt jetzt erreicht und einfach nicht durch das Geschlecht, sondern durch die andere Vorstellung oder von dem Lebensmodell, was man halt hat. Ja, dass wir uns daran anpassen müssen. Das hat gar nicht so was mit dem Geschlecht zu tun, weil bei uns in der Klinik ist jetzt wieder seit heute ein Oberarzt 1 Monat in Elternzeit. Und das ist super. Ja, und das wird bei uns gar nicht mehr hinterfragt. Also das ist normal. Und das finde ich gut so. So sollte es auch sein. Das ist so ein spannendes Thema. Ich habe an die Zuhörenden gerichtet, vorher immer gesagt, dass ich mich wahnsinnig auf diese Aufnahme freue, weil es so vielschichtig ist. Das ist aber natürlich auch die Herausforderung. Eine Frage, Frau Dr. Koper, und die hängt mit der nächsten Frage auch zusammen. Sie haben das beschrieben und das haben Sie ja jetzt nur mal skizziert. Frau Dr. Welscher hat ja auch schon gesagt, im Vorgespräch haben Sie noch andere Geschichten erzählt, mit welchen Widerständen Sie da auch zu kämpfen hatten. Was hat Sie denn da angetrieben, dabei zu bleiben und zu sagen, ich ziehe das durch, ich bleibe in der Pneumologie und ich bleibe dem Fach treu, ich gehe da weiter nach vorne? Also das Fach ist einfach für mich eins der schönsten der Inneren und für mich kam sowieso nur Innere in Frage, aber einfach weitermachen ist so, dass letztendlich ist das für mich der schönste Beruf, den man sich vorstellen kann. Und ich konnte mir wirklich gar nichts anderes vorstellen. Also deswegen auch immer weitermachen, egal was einem manchmal für Widrigkeiten widerfahren sind. Frau Dr. Welscher, Sie haben ja eben auch schon gesagt, dass Sie es so faszinierend finden. Gibt es denn Fächer, wo man vielleicht jetzt auch im Hinblick, wenn uns jemand zuhört, der noch jünger ist und vielleicht noch eine Richtung sich nicht festgelegt hat, gibt es eigentlich Fächer, die, also für mich ist die Kardiologie immer männlich assoziiert. Völlig bescheuert, aber irgendwie habe ich das, die Referenten, jetzt sage ich bewusst Referenten, bei unzähligen Fortbildungen, die ich begleiten durfte, sind es eben meistens Männer. Spielt das eine Rolle? Ist diese Wahrnehmung verkehrt? Oder würden Sie sagen, wenn du was hast, eine Indikation, ein Fach, für das du brennst, dann wird das auch funktionieren? Ja, das ist so. Also man darf sich auf gar keinen Fall davon abhängig machen, nur wegen des Geschlechts, dass man sich deswegen eine Fachrichtung sucht. Man muss sich die Fachrichtung suchen, die man liebt. Ja. Und für mich gibt es nichts Schöneres als die Pneumologie. Das ist das beste Fach. Also wer uns jetzt zuhört, ja, und überlegt, was er denn eventuell machen möchte, gehen Sie hospitieren, gucken Sie sich pneumologische Kliniken, Praxen an. Sie werden mir zustimmen später, es gibt nichts Schöneres. Und ich glaube, die Zeit wird sich ändern und egal in welchem Fach es ist, werden wir auch mittlerweile mehr Frauen dann auch bei den Kardiologen erleben. Und wenn man sich vielleicht die Nachwuchsorganisationen von den verschiedenen Fachdisziplinen anguckt und auch die Kardiologen haben, die jungen Kardiologen, da sind viele Frauen mit aktiv. Und es ist sogar in meiner Erinnerung, ich kann Ihnen jetzt nicht keine genauen Zahlen sagen, aber es ist mir nicht damals aufgefallen, als wir noch mit Kardiologen, Dermatologen, Immunologen, wie auch immer gearbeitet haben, war es immer pari. Und ich glaube, dadurch, dass halt der Nachwuchs jetzt so ausgeglichen ist und die Frauen auch mitführend sind, wird sich das wahrscheinlich in nächster Zeit ändern. Und man sollte sich davon auf keinen Fall beeinflussen lassen. Auf gar keinen Fall. Man sollte das machen, was den meisten Spaß macht und wo man sich sieht. Ich habe da extra kurze Zäsur gemacht, weil ich fand, da muss noch ein Ausrufezeichen hinter. Ich habe es innerlich, oder ich habe es wirklich hingemalt. Sie können sich das jetzt alle vorstellen, wie ich dieses Ausrufezeichen mit einem Stempel gerade wirklich gemacht habe. Sehr gut, sehr gut. Und Sie haben gerade was angesprochen, Frau Dr. Koper, die Medizin wird immer weiblicher. Und wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sich da mal mit umguckt, da gab es, und das ist auch noch gar nicht so lange her, Befürchtungen, dass das quasi der Untergang in der Qualität der Medizin sein wird, weil Frauen ja grundlegend immer schlechtere Ärztinnen sein müssen. Sie haben es ja aus ihrer eigenen
Vorverurteilung, die Sie gegenüber Ihrer Person da hatten aufgrund des Geschlechts, haben Sie es ja auch beschrieben. Jetzt wird die Medizin immer weiblicher und ich habe in dem Kontext eine spannende Studie gelesen. In Kanada wurden chirurgische Fächer beobachtet und es wurde das Outcome angeschaut der PatientInnen in der Abhängigkeit vom Geschlecht desjenigen, der die Operation durchgeführt hat. Also ob das Frauen waren oder Männer. Und diese Studie, das ist vom Design her nicht zu 100% belastbar, aber eine Tendenz, hat in einer Kurzzeitnachbetrachtung, ich glaube, die hatten 90 Tage Follow-up, zeigt diese Studie, dass wenn Frauen jemanden operiert haben, das Outcome besser war als das, wenn man von einem Mann operiert wurde. Also sprich, warum ich das anbringe in diesem Kontext ist, Frauen sind scheinbar sogar die besseren Ärztinnen. Was ist denn Ihr Eindruck oder Ihr Kommentar dazu, Frau Dr. Kupfer? Das, so weit will ich nicht gehen, aber es gibt tatsächlich auch eine Arbeit von Frau Truczynski aus Heidelberg, die einmal transfrontiale Lungenbiopsien ausgewertet hat, ob es ein Mann oder eine Frau gemacht hat und offensichtlich weniger Komplikationen bei den Frauen gefunden hat. Aber vielleicht kann Frau Welscher da noch etwas mehr zu sagen, weil mir das Paper noch nicht vorliegt. Nee, es ist auch noch nicht veröffentlicht. Es ist einmal, glaube ich, auf dem letzten DGIM kurz, also von dem Internistenkongress präsentiert worden. Aber ich weiß, dass Frau Truczynski mit dem Team aus Heidelberg über 400 Patientendaten ausgewertet hat. Und zwar wird geguckt, wie ist denn der Unterschied, wenn jetzt ein Mann oder eine Frau bronchoskopiert hat. Und es waren einige Untersucher in Heidelberg über einige Zeit. Und es ist halt nachgewiesen worden oder gesehen worden, dass Frauen mehr Proben nehmen, dass Frauen aber auch bei der transbronchialen Kryobiopsie in mehrere Lungenlappen die Untersuchung durchgeführt haben. Die Pneumothorax-Rate hatte keine Signifikanz, die war gleichbleibend. Die Blutungsrate war ein bisschen höher. Da kann man jetzt drüber nachdenken, woher das kommt oder ob das eventuell eine Wahrnehmungssache ist. Denn wenn Sie sich mal überlegen, wie denn diese Blutungsrate überhaupt gemessen wird, ist das ja etwas sehr Subjektives. Mhm. Und ich glaube, dass Frauen manchmal eher dazu tendieren, das Wort nicht böse oder despektierlich gemeint, vielleicht dann zu sagen, oh, es hat aber ganz schön geblutet, weil Frauen generell ihre eigene Arbeit immer viel kritischer sehen. Das erlebe ich. Wenn ein Patient blutet, sagt die Frau, oh Gott, was habe ich gemacht? Vielleicht der ein oder andere Mann sagt, ach, der Patient benimmt sich jetzt nicht. Ja, in dem Sinne. Da ist manchmal eine andere Herangehensweise. Und was aber noch gezeigt worden ist, ist, das waren alles Patienten mit einer interstitiellen Lungenerkrankung, also mit einer Lungenfibrose, dass bei den Frauen die diagnostische Aussagefähigkeit, also das Diagnostic Yield, dass das höher war, nachdem diese Patienten dann halt in einer Konferenz besprochen worden sind. Also kann man sagen, wenn Sie eine interstitielle Lungenerkrankung haben sollten, sollten Sie sich von einer Frau bronchoskopieren lassen. Einmal ganz provokativ gesagt. Aber diese Daten sind noch nicht veröffentlicht. Die werden jetzt bald publiziert. Das heißt, wer da mehr darüber wissen möchte, kann das Paper bald lesen oder Frau Truczynski direkt anschreiben an der Thoraxklinik in Heidelberg. Aber sicherlich eine Arbeit, die ganz, ganz interessant ist und die man in der Welt der Pneumologie sicherlich fortführen kann. Ja. Wie werden Patienten mit der COPD behandelt im Unterschied Mann-Frau? Jegliches Krankheitsbild, was gibt es sonst noch für Unterschiede? Aber auch, wie sind unsere Patienten unterschiedlich? Gibt es da Unterschiede in Anbetracht der Krankheit, die Patienten haben? Also nicht nur Untersucher, sondern gibt es auch Patienten? Gibt es da einen Unterschied, auf den wir achten müssen? An dieser Stelle springe ich kurz in das Gespräch. Wir haben diesen Podcast kurz vor dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie aufgenommen, der Ende März in Mannheim stattgefunden hat. Und genau hier hat das Team um Frau Professor Truczynski die Arbeit im Rahmen einer Poster-Session vorgestellt. Weitere Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Jetzt springen wir wieder in das spannende Gespräch mit Doktorin Cooper und Doktorin Welscher und schauen auf das, was wichtig ist bei Frauen als Patientinnen in der Pneumologie. Ich glaube, man muss immer aufpassen und das kommt mir bei Frauen manchmal häufiger in meiner Ambulanz vor, dass man die Frau nicht abstempeln darf, wenn die abgeschlagen sind, erschöpft sind, dass das alles Depression ist. Es gibt eine Fatigue bei manchen Lungenerkrankungen, gerade bei der Sarkoidose, die manchmal das einzige Symptom dieser Patienten
ist. Mhm. Und man darf Frauen, die halt diese Symptome da manchmal haben, nicht abstempeln, sondern man muss dranbleiben und die dann halt wirklich gut diagnostizieren. Ich glaube, das erlebe ich so in meiner Ambulanz häufig, dass mir das die Frauen sagen, dass es halt zu lange dauert manchmal, weil auch diese Patienten manchmal so unspezifische Symptome haben, bis sie diagnostiziert werden. Frau Dr. Koper, was ist Ihnen direkt vor Augen, was ist Ihnen wichtig, wenn Sie jetzt von Frauen als Betroffene ausgehen? Naja, man muss natürlich sagen, dass die Sexualhormone häufig eine Rolle auch im Krankheitsverlauf und in der Symptompräsentation spielen. Denken wir mal an das schöne Bild Asthma. Da haben wir natürlich bei Frauen durchaus das prämenstruelle Asthma, was es bei Männern natürlich nicht geben kann. Oder wir haben auch Erkrankungen, die anders verlaufen. Wenn wir jetzt mal unser prominentestes Beispiel, sofern wir das den Lungenerkrankungen zuordnen, von Covid nehmen, dann ist das so, dass Frauen häufiger Long-Covid haben, Männer häufiger hospitalisiert sind und tot, auch gestorben sind, gerade in der ersten Episode. Und wahrscheinlich liegt das darin, dass der Zytokinsturm, an dem eben die ersten Patienten an Covid gestorben sind, dass der durch Östrogene gehemmt wird. Also da spielen auch die Hormone tatsächlich eine nachweisbare Rolle. Frauen dagegen waren häufiger infiziert. Das hat auch wieder was mit dem ACE2-Enzym zu tun, weil das fürs Eindringen des Virus verantwortlich ist. Das lag halt auf den X-Chromosomen. Also wir haben, auch wenn Sie Asthma, COPD oder auch Schlafapnoe angucken, wir haben Unterschiede eben auch durch die Hormone und Frauen sich nicht nur kleine Männer, einfach nur leichter und kleiner, sondern teilweise wirklich auch anders. Und das nehme ich schon mit, das, was auch Frau Dr. Welcher gesagt hat, dann diese Neigung, und das wäre ja schon wieder letztlich ein Mindset-Ding, zu sagen, das ist bestimmt eine Depression oder Ähnliches. Also, dass man Frauen dann auch schneller eine Diagnose zuschreibt, statt wirklich genau hinzuschauen. Erleben Sie das auch in der Klinik? Bei Patientinnen mit COPD wird das tatsächlich Frauen häufiger zugeordnet. Vielleicht sind sie es auch, aber es wird auch ganz häufig manchmal, wenn Patienten ambulant kommen und unspezifische Symptome haben, wird eher dann gesagt, na, das ist wohl psychisch bei der Frau, was gar nicht unbedingt sein muss. Was wäre für Sie noch wichtig, was Sie möchten, dass Kolleginnen, die uns jetzt hier zuhören, mitnehmen? Ich denke, man kann jedem jungen Menschen sagen, er soll, wenn er ein Studium wählen will, das studieren, wo er sich wirklich für interessiert. Denn man sollte schon für einen Beruf, den man ja viele, viele Jahre ausüben will, den sollte man wirklich lieben und auch dafür brennen. Und das Schöne in der Medizin ist und gerade in der Pneumologie ist, dass dort sehr viel Handwerk auch gefragt ist. Das ist, man denkt, auch vor 35, 40 Jahren war die Pneumologie kein Teilgebiet der Inneren, sondern waren 3 Jahre Thoraxchirurgie und 1 Jahr Innere nur in der Ausbildung. Also auch das Fach hat sich gewandelt. Es ist ein Handwerk. Man sollte dafür brennen. Und natürlich muss man aber auch die Nachteile bei den meisten medizinischen Berufen sehen, dass relativ wenig Homeoffice möglich ist und durchaus gerade in den jüngeren Jahren auch mal Nachtarbeit anfallen könnte. Das war eine sehr ehrliche Einschätzung. Vielen Dank dafür, Frau Dr. Koper. Frau Dr. Welcher, aus Ihrer Perspektive noch was hinzuzufügen? Man sollte sich frühzeitig umschauen, ob man sich einen Mentor sucht oder nicht. Ich hatte relativ früh das Glück, als ich in Heidelberg noch war in der Klinik, dass ich einen Oberarzt gefunden habe, der mich wissenschaftlich und auch auf meinem beruflichen Werdegang absolut unterstützt hat und auch immer unterstützt. Und man muss sich ganz aktiv manchmal wirklich einen Mentor suchen. Und Frau Koper hat etwas Wunderbares ins Leben gerufen. Und das kann man auch über die Webseite der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie einsehen. Und zwar gibt es ein Mentorinnenprogramm für uns Pneumologinnen. Und dort kann man sich angucken, wer von uns zur Verfügung steht. Und dann kann man ganz einfach die Mentorinnen anschreiben und fragen, ob da gerade Kapazitäten sind. Und da geht es manchmal dann gar nicht so um das Berufliche, was man gerade wissenschaftlich macht, sondern man braucht immer jemanden im Leben, wenn man vor irgendwelchen Entscheidungen steht,
den man ganz kurz mal kontaktieren kann und fragen kann, hör mal, ich mache das gerade so und so, was glaubst du, wie ist deine Einschätzung? Und ich glaube, wenn man so jemanden an seiner Seite hat und den wirklich gesucht hat, dann will man das nie wieder missen. Das muss gar keine Frau sein. Ja, manchmal ist es für manche einfacher, wenn es das gleiche Geschlecht ist. Ich habe einen männlichen Part, der mir wirklich sehr gut tut. Aber das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Und das sage ich auch immer meinen jungen Assistenten. Sucht euch jemanden, der euer Mentor ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Damit sind wir am Ende dieser spannenden und, wie ich finde, inspirierenden Folge. Es ist ganz klar, Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen den Geschlechtern ist unabdingbar und muss selbstverständlich sein. Beziehungsweise da, wo sie es noch nicht ist, selbstverständlich werden. Die Pneumologie mit ihrer Fachgesellschaft, der DGP, ist hier auf einem guten Weg. Das zeigte sich ganz praktisch bei der Besetzung der wissenschaftlichen Leitungen der Symposien auf dem 64. Kongress der DGP in Mannheim. Hier waren alle Symposien paritätisch von einer Frau und einem Mann geleitet worden. Übrigens, wir wollen einen Podcast machen, der Ihre Themen spiegelt und für Sie relevant ist. Wenn Sie Wünsche haben, Anregungen, dann freuen wir uns über Ihren Input und nehmen diesen gerne für zukünftige Folgen Atemweg auf. Ich freue mich auf ein Wiederhören bei der nächsten Ausgabe Atemweg, wenn wir mit Dr. Matthias Heilein und Dr. Charles Lange, der eine hausärztlich tätiger Internist, der andere niedergelassen in pneumologischer Fachpraxis, über die Zusammenarbeit von Haus- und fachärztlicher Praxis sprechen. Bis dahin.